Hallöchen und ganz herzlich willkommen. Bevor das Video startet, kurz ein paar Hintergrundinfos dazu für euch. Das Video ist vor kurzem bei einem Spendenstream entstanden, in dem wir für Fokus Hilfsorganisation Cargo Human Care für den guten Zweck gesammelt haben. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Was es damit genau auf sich hat, wird euch Foko gleich noch selbst erzählen. Nur, dass ihr wisst, warum da also manchmal zwischendurch irgendwelche Spenden erscheinen. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr die Projekte von Foko auch gerne jetzt noch unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Jetzt möchte ich aber gar nicht länger quatschen. Wir gehen rein ins Video. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen für die Unterstützung. Ja, Leute, ich sehe schon, es ist eine tolle Zahl eingeblendet da oben. Ihr seid schon fleißig am Spenden. Also tausend Dank schon mal. Ihr seid ja in Vorleistung getreten. Dabei habe ich noch gar nichts gemacht. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, wir waren noch nicht mal losgeflogen, da waren die ersten 1000 Euro gefühlt schon da und das ist echt Wahnsinn. Ja, klasse. Klasse. Tim, also dir vielen Dank fürs Organisieren und allen, die mitfliegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dabei sind. Von meiner Seite herzlichen Dank erstmal dafür, dass ihr euch für CAC interessiert und ja, dass ihr euch für dieses tolle Flugzeug interessiert und für diesen wirklich super schönen Simulator. Ja, freut mich sehr. Und wir sind auf dem Weg nach Nairobi. Das war ja viele, viele Jahre meine Lieblingsstrecke. Bin 22 Jahre MD-11 geflogen und habe viel Zeit auch im Büro verbracht und viele Monate, an denen ich nur einen Flug gemacht habe. Das war eigentlich in der Regel immer Frankfurt-Nairobi am nächsten Tag oder übernächsten Tag nach Johannesburg wieder zurück und wieder in Nairobi einen Stopp gehabt. Und in all den Jahren bin ich 314 Mal in Nairobi gelandet. Also die Sehnsucht, da wieder mal hinzufliegen mit der Elf, die ist schon da, aber das lässt sich natürlich live nicht mehr in die Tat umsetzen. Der Elf ist längst weg, wie ihr wisst, aber ich würde es sofort wieder machen. Herzlich. Aber ihr habt wahrscheinlich so einiges an Fragen parat, vielleicht zur MD-11 oder zu CAC. Tim, sag ja. Du einfach mal, womit sollen wir anfangen? Genau, also wir haben vorhin schon mal zum Einstieg in diese Mittendrin-Folge reingeguckt, wo schon mal so ein bisschen was erzählt wurde zu der ganzen Thematik. Ich würde sagen, wir fangen einfach so ein bisschen chronologisch an und arbeiten uns da so durch. Also wäre cool, wenn du jetzt vielleicht für die dich noch nicht so kennen, die jetzt vielleicht auch erst später dazugekommen sind, einfach nur mal ganz kurz zu dir ein bisschen was sagst, wie du zu Cargo Human Care gekommen bist, wie dieses Projekt vielleicht so entstanden ist. Und dann machen wir erst den Themenblock und dann würde ich sagen, gehen wir zum Flieger. Und da haben vorhin auch schon einige Leute sehr gute Fragen gehabt. Da musst du also dann vielleicht dein F-Com nochmal rausziehen. Kriegen wir aber hin. Ja, ich denke, die meisten Fragen werde ich so beantworten können. Ja, für alle, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ich bin viele Jahre bei Lufthansa Cargo geflogen, die letzten 22 Jahre meines Berufslebens und war also angefangen habe ich bei Lufthansa als Flugingenieur, bin dann 10 Jahre 727 geflogen als Flugingenieur, habe dann 1987, 88 umgeschult zum Co-Piloten und war wieder auf der 727 als Co-Pilot. Ungefähr 4 Jahre, habe dann auf die 737 umgeschult, da war ich nur ein knappes Jahr, also noch nicht mal dreiviertel Jahr, hat mir nicht so gefallen und bin dann zur Cargo gegangen, beziehungsweise auf die 747 bei der Passage, 747-200, der alte Jumbo mit dem Dreibahn-Cockpit war das noch, und weil wir bei der Lufthansa Passage eigentlich kein tolles Streckennetz hatten, konnten wir uns, oder das war für mich interessant, ich bin dann sehr oft bei Lufthansa Cargo geflogen. Lufthansa Cargo hatte eben auch 747-200. Mhm. Und da habe ich eigentlich so die Liebe zur Frachtfliegerei entdeckt und habe gedacht, hier könntest du bleiben und auch irgendwann mal Kapitän werden. Und dann ergab sich eben 1998 die Möglichkeit, auf der MD-11, die wurde damals neu eingeführt, auf der MD-11 Kapitän zu werden. Meine Kapitänsschulung, die habe ich noch auf der 747 gemacht, 1998,
98 war das, Ende 97 bis April 98 und bin dann noch ein paar Monate 747 geflogen und dann umgeschult auf die MD-11. Die Umschulung, interessanterweise, fand beim Hersteller statt in Long Beach bei Douglas. Wir haben dort das Simulator-Training gemacht, war natürlich ganz besonders interessant. Wir hatten Ausbilder, die bei der Zulassung der MD-11 dabei gewesen waren. Die haben uns im Simulator ausgebildet. Und ja, so kam ich dahin. Damals habe ich gedacht, das ist nur so ein Zwischenmuster. Irgendwann werde ich wieder zur Passage gehen. Aber das hat sich dann im Laufe der Jahre einfach anders ergeben. Und ich bin dann einfach bei Lufthansa Cargo geblieben bis zum Schluss. Ich habe viele Möglichkeiten umzuschulen auf den Jumbo Passage oder auch 380 hätte ich hingehen können. Das hat mich alles gar nicht mehr interessiert. Die Fachpflegerei fand ich total interessant. Ich bin da eben mit Begeisterung geblieben. Ein Grund mit war natürlich auch mein Engagement eben für Cargo Human Care. Das fing schon im Jahr 2000 an, mit ganz langsamen Steps. Ich habe Kinderheime in Nairobi unterstützt und bin dann irgendwann auf dieses Mother's Mercy Home gestoßen, ein von der anglikanischen Kirche gebautes Kinderheim, und habe mich dort engagiert. Und dann 2004, das war eigentlich so für mich der größte Boost in diese Richtung. 2004 habe ich John Tahini kennengelernt, einen Jungen, 10 Jahre alt zu der Zeit. Er lebte in diesem Kinderheim. 84 Kinder lebten da und John war einer von ihnen und hatte einen Herzklappenfehler und musste operiert werden. Die Kirche hatte kein Geld, um das zu bewerkstelligen, und John hatte eigentlich nur eine Überlebenschance mit einer Operation. Damals gab es Cargo Human Care noch nicht und ich habe dann eben Geld gesammelt bei uns in Itzstein hier im Taunus und habe damit die Operation finanziert. Das war so für mich der größte Motivationsschub, muss ich sagen. Und ja, damit fing das alles an. Und John ist dann operiert worden und sehr schnell auch gesund geworden. Also ganz tolles Verhältnis. Wir haben uns auch als Vater und Sohn verstanden. Ich habe ihn jedes Mal, wenn ich da war, gesehen und später, als er das Heim verlassen hat, als er die Berufsausbildung angefangen hat, auch besucht. Er lebte aber seine Oma. John ist dann leider 10 Jahre später, 2014, gestorben. Und hat mir sehr weh getan. Ich habe zunächst gedacht, ich könnte dieses Projekt nicht fortsetzen, einfach weil der Motivator fehlte. Wir haben dann aber trotzdem das Projekt fortgesetzt und haben das Heim, das wir genau zu diesem Zeitpunkt geplant haben und was kurze Zeit später gebaut wurde, nach ihm benannt, John Tahini Residence. Und ja, somit ist John eigentlich mir und auch uns allen als derjenige, der das Projekt maßgeblich gefördert hat, erhalten geblieben. Ja, 2007 haben wir, ich muss noch was trinken. haben wir den Verein Cargo Human Care gegründet und ja, mittlerweile gibt es uns 17 Jahre. Wir haben über 700, 750 Mitglieder. Wir machen sehr viel über Patenschaften für Kinder, für Schulkinder oder für junge Leute in der Berufsausbildung. Über 300 junge Menschen, die auf diese Weise gefördert werden, die ansonsten keine Chance hätten, eine Ausbildung zu bekommen. Und das ist die eine große Säule, die wir haben, nämlich Bildung und eben Betreuung von Kindern und jungen Menschen. Und die zweite große Säule ist die Medizin. Wir haben ein eigenes Medical Center, das ist angegliedert an dieses Heim, an dieses Mother's Mercy Home und behandeln dort Menschen, die sich den Arzt normalerweise nicht leisten können. Wir sind jetzt letztes Jahr bei über 40.000 Behandlungen gewesen, 13.000 Patienten etwa, die sind registriert bei uns und werden
in der Regel umsonst oder für einen ganz kleinen Beitrag behandelt. 40.000 Behandlungen. Wir mussten jetzt sogar das Medical Center vergrößern, haben jetzt in diesem Jahr noch zwei weitere Behandlungsräume gebaut und behandeln die Menschen mit einem lokalen Team von 12 Mitarbeitern, Kenianer, sehr gut ausgebildete Kenianer, die entweder Krankenschwester sind oder Medical Officer oder eben die Apotheke oder das Labor bestücken mit allem, was nötig ist. Und wir fliegen ungefähr 35 deutsche Ärzte regelmäßig ein, die dann dort in kurzen Einsätzen ehrenamtlich für uns arbeiten. Ja, das so in groben Zügen, unsere Arbeit in Nairobi. Und dann vielleicht noch ein kleiner Blick nach Norden. Wir haben quasi ein zweites Standbein in Nordkenia, in Marsabit, 500 Kilometer nördlich von Nairobi. Dort ist unser Engagement eigentlich entstanden durch die Dürrekatastrophe. Zunächst 2011 haben wir Lebensmittel in kleine Dörfer geliefert und viele, viele Familien vor dem Verhungern gerettet. Und das hat sich in den Folgejahren immer wieder ergeben, dass in Dürrezeiten Lebensmittel verwendet oder gebraucht wurden. Wir haben dann mit Hilfe des dortigen Bischofs Lebensmittel in die Dörfer gebracht und uns dort engagiert. Und aus diesem Engagement zusammen mit der anglikanischen Kirche und auch mit diesem dortigen Bischof Capicha ist dann auch eine Schule entstanden, die Wings Academy, die mittlerweile bei fast 300 Schülern ist. Und eine zweite Schule haben wir in diesem Jahr eröffnet. Das läuft sehr gut. Ein Mädchen, eine weiterführende Schule für Mädchen, die im Moment von 53 jungen Damen, so ab 15, 16 Jahren, besucht wird, die da eine gute Schulausbildung bekommen. Und das ist eigentlich so, dass der Fokus in den letzten Jahren gewesen, diese beiden Schulen voranzubringen. Und was wir noch dort machen in Nordkenia, wir haben einen Brunnen gebohrt und versorgen einen dort mit 8000 Menschen mit Wasser. Und ja, das alles, das geht nicht von alleine. Und das kann ich auch nicht alleine stemmen, aber wir haben sehr viele, sehr engagierte Leute bei uns, die mitmachen. Nicht nur die 35 Ärzte, sondern es sind auch ungefähr nochmal die gleiche Zahl von Leuten, die in irgendeiner Form bei uns mitmachen. Patenbetreuung oder Öffentlichkeitsarbeit oder Reiseplanung oder whatever, ja. Also das so in groben Zügen unser Projekt in Kenia. Total spannend, diese Einblicke zu bekommen, ja. Ich glaube, da geht es vielen so. Und deswegen war es vor allem für mich jetzt auch eine Herzensangelegenheit, da die Projekte, die ihr da habt, in Kenia auch zu unterstützen. Und deswegen richtig cool, da jetzt auch aus erster Hand mal ein bisschen was zu erfahren. Kam auch noch die Frage, an was ihr so aktuell bei CAC arbeitet, da hast du ja schon ein bisschen was erzählt. Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr jetzt in den nächsten Jahren gerne jetzt angreifen wollt, für die ihr ja jetzt quasi auch Spenden und sowas sammelt? Ja, das aktuelle neue Projekt, was wir haben, das ist eine Lehrwerkstatt. Wir haben schon eine Lehrwerkstatt für Schneiderei und Lederverarbeitung in einem angemieteten Raum. Aber wir stellen fest, dass das doch sehr großer Bedarf ist und dass wir halt noch mehr an Ausbildung in handwerklichen Berufen bereitstellen wollen. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben ein Grundstück oder wollen ein Grundstück kaufen und dann eine Lehrwerkstatt drauf bauen und dann mehrere Berufsausbildungsgänge anbieten. Es gibt einen Bürostadtlauf in Frankfurt. Da sind vielleicht auch bei euch Interessenten dabei, die sich interessieren. Am 29. August gibt es einen 5- oder einen 10-Kilometer-Lauf in Frankfurt. Da kann man teilnehmen. Man kann auch virtuell teilnehmen, zu Hause auf seiner Lieblingsstrecke laufen oder Fahrrad fahren, 30 Kilometer oder 50 Kilometer und auf diese Weise uns die Zeit melden und dann teilnehmen, eine Teilnehmergebühr abdrücken. Und mit dem Geld wollen wir dann zumindest einen Teil der Kosten für diese neue Lehrwerkstatt verwenden. Ansonsten sind die laufenden Projekte eigentlich auch schon kostenintensiv genug. Ja. Wir haben sehr hohe laufende Kosten,
von ungefähr 600.000 Euro im Jahr. Das heißt, das Geld muss erstmal durch Spenden, durch Patenschaften zum Beispiel einkommen. Aber das schaffen wir im Moment. Wir wollen uns ganz bewusst nicht zu sehr verzetteln und nicht zu viele neue Projekte beginnen, sondern die Projekte, die laufen, auf jeden Fall auch nachhaltig und langfristig finanzieren. Mhm. Also die Schule in Masabit, von der ich jetzt gerade erzählt habe, diese weiterführende Schule für Mädchen, die wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch ausgebaut werden, weil im Moment nur ein Jahrgang da unterrichtet wird. Das werden aber langfristig 4 Jahrgänge sein, die unterrichtet werden. Das heißt, wir brauchen mehr Klassenräume und mehr Unterkünfte noch. Das wird nochmal ausgebaut. Und also sagen wir mal, die großen Projekte sind eben diese Lehrwerkstatt in Nairobi und der Ausbau der Schule in Masabit. Sehr cool. So, jetzt muss ich mal. Ja? Hui, ich sehe gerade 4.000 da oben als Zahl. Also das haut mich ja jetzt noch oben, mein lieber Scholli. Warte mal. Ja, es hat gerade jemand 2.000 Euro gespendet. Unglaublich. Oh, danke dem edlen Spender. Ja, ich kann noch mal, wenn es um Spenden geht, vielleicht noch mal einen Satz dazu, bevor wir dann zu MDL kommen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass eure Spenden ankommen. Wir haben dadurch, dass wir ausschließlich ehrenamtlich bei Cargo Jung arbeiten, sehr, sehr niedrige Verwaltungskosten. Letztes Jahr waren das 0,3%. Also das heißt, 0,3% aller Spenden sind für die Verwaltung verwendet worden. Im Jahr davor waren es sogar noch weniger, 0,1%. Und das heißt, der Rest des Geldes kommt wirklich bei den Menschen an, in Kenia, bei den Patienten im Medical Center oder eben bei den jungen Menschen, die wir in der Schul- und Berufsausbildung unterstützen. Und das können wir eben garantieren, weil alles ehrenamtlich gemacht wird und weil wir sehr oft vor Ort sind und sehr nah dran. Wir haben sehr engen Kontakt zu unseren Mitarbeitern, 25 Mitarbeiter in den verschiedenen Projekten, die von uns bezahlt werden. Und zu denen haben wir einen sehr engen Draht können dadurch eben wirklich sicherstellen, dass das Geld ankommt. Also es verschwindet nichts in großen Taschen oder in Verwaltung oder in Administration, sondern das Geld kommt an. Also darauf kann man sich verlassen. Wir sind natürlich auch als Verein gemeinnützig anerkannt. Das heißt, eure Spenden, dafür gibt es eine Spendenbescheinigung und ihr könnt das steuerlich geltend machen. Also lasst euch drauf, das Geld kommt an. Ich selbst bin wirklich sehr oft vor Ort und seitdem ich nicht mehr fliege, seit 3,5 Jahren, habe ich mich eigentlich sehr regelmäßig auf die Reise nach Nairobi und auch nach Masabit begeben. Ich muss im Moment mal eine Pause machen aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, ich arbeite zwar von zu Hause aus für CHC sehr viel, aber kann im Moment nicht nach Kenia und werde auch die nächsten Monate nicht nach Kenia fliegen. Aber wir haben ja ein paar sehr aktive Leute, nicht nur bei uns im Vorstand, sondern auch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in verschiedenen anderen Funktionen, die sehr oft vor Ort sind. Und so können wir sicherstellen, dass das Ganze auch weiterhin gut funktioniert. Es funktioniert in Afrika, muss man sagen, nur, wenn man wirklich sehr genau hinschaut und auch den Leuten auf die Finger schaut, mit ihnen zu tun. Aber das tun. Sehr gut. War dir das eigentlich klar, dass es so eine große virtuelle Flieger-Community gibt, da der im Hintergrund? Weil da bekommt man ja wahrscheinlich als Pilot wenig von mit, oder? Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich eigentlich erst durch Leute wie dich darauf gestoßen. Und ich wusste das vorher überhaupt nicht. Aber jetzt seit ein paar Jahren habe ich doch Kontakt zu etlichen ähnlichen Aktionen gehabt und stelle fest, dass unglaublich viele Menschen mit einer unglaublichen Begeisterung dabei sind. Und dieser neue Simulator, mit dem ich jetzt da auch unterwegs bin, das ist ja phänomenal. Das haben wir letzte Woche schon mal mit André zusammen angeguckt. Der ist, glaube ich, heute auch dabei. Ja, genau. Und war total begeistert, weil das total realistisch ist und
Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, das muss ich sagen, das stimmt wirklich 1:1 mit dem Flieger überein. Wirklich toll. Toll gemacht. Auch eine super tolle Darstellung. Ja, also von der Grafik her ist natürlich total cool. Na, wenn wir jetzt mal gucken, hier Thessaloniki, die Gegend. Das schaut schon echt gut aus. Muss man sagen, er hat sich in den letzten 10 Jahren aber auch sehr viel getan. Also ich bin seit 2008 mit Flugsimulation so ein bisschen beschäftigt und das ist gar kein Vergleich zu dem, wie es damals noch war. Das ist eher so, war damals eher so wie bei euch in den Procedure-Trainern oder im Full-Motion-Sim, ja, wo du dann halt rausguckst und dann ist da halt so eine matschige Wiese, aber das war es dann halt auch, mehr halt nicht. Das stimmt, also mit den echten Simulatoren hat sich eben auch im Laufe meiner Fliegerkarriere sehr viel getan. Als ich anfing zu fliegen, als Flugingenieur die Ausbildung gemacht habe, da gab es noch Simulatoren, die hatten zwar auch ein Visual vorne, aber das Visual, das wurde einfach erzeugt durch eine Kamera, die so über eine Modelllandschaft flog, wie so eine Eisenbahn-Modelllandschaft. Da flog eine Kamera drüber und die hat dann das Visual erzeugt. Ja. Was sich da getan hat in den Jahren, das ist halt unglaublich. Und dass das jetzt auch hier Einzug gehalten hat, klasse. Ja. Und was mich besonders freut, dass ihr natürlich mit meinem Lieblingsflugzeug Charlie Hotel unterwegs seid, die ja leider irgendwann verkauft wurde. Ich habe die selber wegbringen dürfen. Wir haben sie dann 2020, März 2020, haben wir diesen Flieger an FedEx verkauft und haben den in Victorville abgestellt in Kalifornien. War ein toller Flug dahin. Und das war schon während der Pandemie. Mhm. Und der Flieger wurde da erstmal abgestellt. FedEx hat den aber dann ungefähr 1,5 oder 2 Jahre später dort abgeholt, in Los Angeles General überholt und dann verschwand auch diese wunderschöne Bemalung, natürlich. Ja. Ja. Aber es war natürlich klar, dass wir die Bemalung nehmen mussten, oder? Wenn schon, ja, denn schon. Und ich finde ja auch das Motto so schön, Step by Step, Kindern eine Zukunft bieten. Ich bin ja selbst auch Lehrer und deswegen weiß ich, was Schule, was Bildung Kindern so alles geben kann, das ist völlig unterschätzt. Und den Kindern da einfach eine Zukunft zu ermöglichen, das finde ich so toll. Und deswegen Dankeschön an jeden, der heute seinen Beitrag geleistet hat. Das ist Wahnsinn, dass wir jetzt auch noch schon weit über das Ziel hinausgeschossen sind, hätte ich nie gedacht. Deswegen ganz, ganz großer Dank auch von meiner Seite an alle, die da heute ihren Beitrag zu geleistet haben. Und ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja, wir hatten ja vereinbart, Tim, dass wir das Geld, was heute gesammelt wird, für einen ganz bestimmten Zweck nehmen. Genau. Und der Zweck, vielleicht sage ich da nochmal ein paar Worte zu, im Mother's Mercy Home, in diesem Heim, was ursprünglich 84 Kinder beherbergte, wir haben dann 2008 ein größeres Haus gebaut mit Spendengeldern aus Deutschland für 120 Kinder und es werden zurzeit ungefähr 112 oder 113 Kinder in dem Heim gefördert. Und die sind jetzt aktuell im August den ganzen Monat, es sind Ferien jetzt, und die sind den ganzen Monat im Heim. Eben nicht, also die Eltern, die zur Secondary School gehen, die sind normalerweise im Internat, die kommen dann in den Ferien wieder ins Heim. Und jetzt sind eben alle 112 Kinder den ganzen Monat im Heim. Das heißt, es wird auch sehr viel mehr an Lebensmitteln ist erforderlich, um diese Kinder gut zu versorgen. Und da hatten wir eben von unserem Heimleiter Charles eine Aufstellung bekommen mit zusätzlichen oder überhaupt mit Lebensmitteln, die jetzt für diese Zeit der Ferien gebraucht werden. Und das war eben 2.300 Euro. Und da hatten wir gesagt, das setzen wir uns als Ziel, um das zu finanzieren. Ja, und ich sehe, wir sind jetzt schon bei 4.210. Also eine tolle Geschichte. Da können wir also noch deutlich mehr von finanzieren. Und ich möchte das Geld auch sehr gerne verwenden für die Kinder in diesem Heim. Es werden diesen Monat auch Workshops stattfinden, zu denen einige aus Deutschland anreisen und mit den Kindern altersgerechte Workshops machen, wo sehr kreativ gearbeitet wird. Und dafür sind natürlich Materialien erforderlich. Wir machen zum Beispiel in einer Holzwerkstatt immer irgendwelche Baumaßnahmen, werden Schränke gebaut oder Tische, die im Heim dann verwendet werden.
und dafür die Materialien zu besorgen, das kostet auch immer sehr viel Geld. Also dafür möchte ich eigentlich das Geld verwenden, auch vor allen Dingen das Überzählige, was jetzt schon bei fast 2000 Euro ist, 2000 Euro über dem, was wir uns als Ziel gesetzt hatten. Und ich möchte das Geld ausschließlich für die Kinder in diesem Heim verwenden. Das sind zum sehr großen Teil Waisenkinder, die aus bitterarmen Verhältnissen kommen. Es sind aber auch Kinder dabei, die noch Eltern haben oder zumindest eine alleinerziehende Mutter, aber wo die Mutter dann eben sehr oft nicht in der Lage war, sich verantwortlich um das Kind zu kümmern. Und so kamen sehr viele Kinder auf diese Weise ins Heim und werden dort sehr, sehr liebevoll betreut, muss ich sagen, erhalten eine gute Schulbildung, werden medizinisch gut versorgt. Und wir versuchen dann eben auch in den Ferien, denen möglichst kreative Dinge beizubringen und ein bisschen anders zu unterrichten als in den Schulen. Und Tim, wenn du Lehrer bist, dann weißt du, was in den Schulen in Deutschland abgeht. In Kenia ist es leider sehr oft Frontalunterricht, der nicht besonders kreativ ist. Und deswegen versuchen wir eben in den Ferien den Kids ein bisschen was anderes zu bieten. Und ja, das findet statt. Und auch das können wir jetzt eben mit diesen Spenden wunderbar finanzieren. Ja, sehr cool. Ja, jetzt, also wenn ich jetzt mal schaue, 4.210 Euro, das ist Wahnsinn. Also ich hätte niemals im Ansatz auch nur damit gerechnet. Ich habe ja gesagt, vorsichtig zurückhalten. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, weil das kann man immer super schwer vorher sagen. Aber es haben so viele Leute die Werbetrommel gerührt. Und deswegen, ja, da einfach nochmal ein ganz, ganz großer Dank an Christian, an Paul, an Stefan. Anonym 25 Euro dabei, Tobias 25, Günther 50 Euro, Henry mit 20 Euro dabei, Stefan mit 10 Euro dabei, Anonym mit 35 Euro, Anonym mit 2000 Euro. Nochmal anonym mit 50 Euro, Marc mit 10 Euro, Florian mit 50 Euro, nochmal anonym 100 Euro. Also es nimmt gar kein Ende mehr. Und es ist toll, was wir als große Community dann auch Großes bewirken können. Ja. Das ist schon stark. Wahnsinn. Stark, kann ich mich nur anschließen. Boah, haut mich jetzt echt um. Sehr schön. Genau, hier kam gerade auch noch die Frage, die können wir mal direkt anschließen, was dein zweitliebstes Flugzeug nach der MD-11 ist? Ja, also ich bin sehr gerne den Jumbo geflogen, also die 747-200. Hab da vorhin schon erzählt, ich war als Co-Pilot drauf, bin dann auf den Passagestrecken geflogen und eben hab da die Cargo-Welt entdeckt. Die Umläufe bei der Cargo damals, die waren sehr viel interessanter als bei der Passagierfliegerei. Wir flogen damals schon über Paar nach Südamerika oder über Fairbanks in Alaska nach Japan und Korea. Wir sind sehr viel nach Fernost geflogen und eben auch damals schon Nairobi und Johannesburg. Und das Flugzeug fand ich super toll. Die 747 ist dann im Verhältnis zur MD-11 ein sehr viel gutmütigeres Flugzeug. Bei der 747 kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei der MD-11 muss man aufpassen. Wird ja auch nicht umsonst die Zicke genannt. Und das kann ich bestätigen. Bei der MD-11 muss man immer vorsichtig bleiben und darf den Respekt vor dem Flieger nicht verlieren. Den habe ich auch nach 22 Jahren nicht verloren. Aber um die Frage nochmal ganz klar zu beantworten: mein zweitliebstes Flugzeug war eben 747-200. Toller Flieger. Damals eben noch mit Dreimann-Cockpit, was heute, was es nicht mehr gibt. Und mein drittliebstes war das Einstiegsmodell, die 727. Viele von euch werden den Flieger gar nicht mehr kennen. Den gibt es ja nun auch schon sehr lange nicht mehr, dreimotoriger Flieger. Also ich bin ehrlich die meiste Zeit meines Lebens dreimotorig geflogen, 727, 14 Jahre lang, 10 Jahre FI, 4 Jahre Co-Pilot und dann eben 22 Jahre lang die MD-11 und dazwischen mal ganz kurz die 737 und den Jumbo. Also nie in den Airbus gewagt? Ich kam Airbus frei durchs Leben. Ja, oder so, ja.
Aber es hat mich auch nie so gereizt. Ja. Ich meine, Airbus-Flieger, die schwören auf ihren Flieger und das ist ja auch gut so, dass man das Flugzeug, auf dem man fliegt, auch wirklich mag. Aber ja, ich habe mich nie so gereizt. Ich bin eigentlich immer sehr gerne Boeing bzw. Douglas geflogen. Und die große Verbundenheit mit der Cargo und mit Cargo Human Care hat dann eben auch als Kapitän eigentlich gar nicht mehr zugelassen, dass ich nochmal zur Cargo gehe, zur Passage gehe. Ja, das stimmt. Wobei ja die Cargo mittlerweile, glaube ich, auch ein, zwei A321s hat, ne? Die dann so in Europa ein bisschen Fracht hin und her fliegen. Ja, das stimmt. Aber. Also es waren zwei, es sind glaube ich mittlerweile sogar vier, die fliegen diese kurzen Strecken innerhalb Europas. Aber leider ist sehr zum Missfallen der Cargo-Piloten werden die ja von Piloten der Cityline geflogen. Und man hätte die natürlich sehr schön auch für Cargo-Piloten öffnen können, aber das fand nicht statt. Also Sie gehören Ja. zur Lufthansa Cargo, ja, Ja. und sind Teil der Flotte. Das Geld halt immer, ne? Naja. Ja, genau. So, wir hatten eine sehr spezifische Frage vorhin noch zu MD-11, die würde ich dir gerne weitergeben. Und zwar ist einem Zuschauer aufgefallen, dass hier im Reiseflug dieses Outflow-Valve hier vorne immer relativ weit geöffnet ist. Ob das denn so realistisch sei oder nicht. Ja, So das. schaut das aus. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen zu weit geöffnet. Ja. Also haben wir das wirklich nie, im Flug nie gesehen, wie bei den Ja, gut, das Tauben. stimmt, ja. Aber ich schätze mal, dass es nicht so ganz realistisch dargestellt ist. Hätte ich jetzt auch vermutet, weil da eben der Druck außen sehr viel geringer ist als im Flieger, Ja. dass es etwas weiter zu ist. Ja, Ja. das könnte sein, dass das nicht ganz realistisch ist. Aber schwer zu sagen. Mir wäre es wahrscheinlich auch nie aufgefallen, aber meine Zuschauer, die sind da immer sehr genau. Denen fällt alles auf. Ja. So, die nächste Frage wäre, würdest du sagen, dass sich die Qualität der Pilotenausbildung über die Zeit geändert hat, besonders durch die Digitalisierung, sofern du das einschätzen kannst? Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube immer noch, also ich kann jetzt nur für Lufthansa beziehungsweise für den Lufthansa-Konzern sprechen. Ich glaube immer noch, dass die Qualität der Ausbildung sehr hoch ist. Es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Leute sehr gut ausgebildet werden. Aber natürlich ist der Kostendruck überall da und es ist schon, denke ich mal, eine gewisse Tendenz da, auch da an zum Beispiel Flugstunden einzusparen, was irgendwie geht, ja. Also ich habe damals die Ausbildung 1988, 89 in Phoenix gemacht, auf der Flugschule in Goodyear. Und wir sind mit Bonanza geflogen und mit Baron-Flugzeugen. Das waren halt wirklich sehr, das waren Spitzfresser, die ordentlich Power hatten. Mittlerweile findet die Ausbildung auf kleineren Flugzeugen statt und die natürlich sehr viel billiger sind. Dass die Qualität darunter leidet, ja, an gewissen Stellen vielleicht. Aber ich glaube, wie gesagt, immer noch, dass die Qualität der Ausbildung bei Lufthansa und auch bei Swiss und bei Austrian, dass die immer noch sehr hoch ist. Aber wie gesagt, meine Ausbildung liegt jetzt lange, lange zurück. Ich habe, als mein Sohn, der fliegt auch A320 als Co-Pilot, und meine Schwiegertochter auch, die fliegen jetzt seit 11, 12 Jahren, beide auf dem 320. Und als die ihre Ausbildung gemacht haben, zu dem Zeitpunkt fand das noch auf den gleichen Fliegern statt, die ich schon aus meiner Zeit kannte, diese Bonanzas. Und da muss ich sagen, da hatte sich in der Zeit zumindest
so gut wie nichts verändert. Die Ausbildung war quasi noch eins zu eins mit dem Vergleich, was wir gemacht haben. Und es geht ja dann weiter in der Ausbildung, dass man dann eben in Deutschland zweimotorisch durch die Gegend fliegt und sein Simulator-Training macht. Also was ich da mitkriege, auch im Simulator-Training, hat sich nichts zum Negativen verändert. Wir haben, ich war ja selber Ausbilder auf der MBL, habe sehr viel Co-Piloten auf Kapitänsausbildungen gemacht, im Simulator und auch auf der Linie. Also wir haben da allerhöchsten Wert darauf gelegt, dass die Qualität hoch bleibt. Die Ansprüche, gerade im Kapitänstraining, die Ansprüche waren sehr hoch, die Latte hängt sehr hoch und wir haben uns auch immer wieder im Checker-Corps darauf verständigt, dass wir da nichts anbrennen lassen. Leute, die Defizite hatten, die mussten halt in die Verlängerung gehen und wurden so lange trainiert, bis sie es drauf hatten. Oder eben auch, wenn sie es nicht drauf hatten, dann wurde abgelöst. Und ja, das gibt es eben auch im Kapitäntraining, ist das natürlich ein sehr hartes Urteil, was man manchmal fällen muss. Es gibt Leute, die sind sehr gut als Co-Pilot und können diesen Job hervorragend machen. Aber wenn sie dann nach links rutschen und die Gesamtverantwortung übernehmen müssen, dann sind sie vielleicht überfordert und haben das, was wir als Tendenz bezeichnet haben, das haben vielleicht einige von ihnen nicht gehabt. Und dann wurde das Kapitänstraining eben auch abgebrochen. Es wäre fatal gewesen, diese Leute auf Biegen und Brechen durchkommen zu lassen und dann in Verantwortung ihnen ein Flugzeug zu überlassen, in denen dann zwar immer ein Copilot dabei ist als einziger Bedenkenträger, so habe ich den immer genannt, aber eben doch nur ein Copilot und nur in Anführungsstrichen, Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber das Kapitänstraining muss so sein, dass die Latte hochhängt. Man kann den Versuch zweimal machen bei Lufthansa. Wenn man einmal das Kapitänstraining gefehlt hat, kann man noch eine gewisse Zeit als Copilot, am besten auf dem Muster, wo man das Kapitänstraining gemacht hat, weiterfliegen und dann nach einer Zeit von mindestens einem Jahr einen zweiten Versuch machen. Und das klappt auch bei einigen, aber das klappt auch nicht immer. Und ja, dann ist es so, dass man als Co-Pilot sein Leben eben ja, bestreiten muss. Und ist auch nichts Schlimmes. Aber das Ziel eines jeden Piloten ist natürlich, Kapitän zu werden. Klar. Und ich glaube, danach wird ja auch im Auswahlprozess schon so ein bisschen vorsortiert, ne? Wer eignet sich, wer hat überhaupt die Qualifikationen, vielleicht mal irgendwann Kapitän zu werden, wobei das sich natürlich dann auch erst im Alltag dann zeigt. Ja, das stimmt. Also die grundsätzliche Prüfung, die man macht am Anfang seiner fliegerischen Laufbahn, die ist eigentlich schon darauf, die zielt schon darauf ab, dass man die verantwortliche Position des Kapitäns übernehmen kann. Aber wie du schon sagst, es ändert sich im Laufe der Zeit vielleicht auch das eine oder andere. Und ja, dann kann sein, dass jemand eben am Ende rausfällt. Ja, okay. Dann einfach mal nur zum Vorlesen hat einer geschrieben, finde ich auch sehr schön, sollte man mit reinnehmen. Racing Body schreibt: Danke, Foko. Ich habe damals 1986 und 88 die Lebensumstände in Kenia miterlebt. Das war einschneidend. Das war mein großes Bedürfnis, gleich zweimal zu spenden. Und ja, Wow. du hast auch gesehen, wir sind Wow. mittlerweile bei über 5000 Euro. Also es. Ja, ich sehe es gerade. Ach, so. Danke. Okay, nächste Frage. MD-11 und Boeing 727 sind Jahrzehnte dazwischen. Was waren die großen Unterschiede zwischen den Flugzeugen? Auch eine interessante Frage. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr interessante Frage. Also erstmal, 727 hatte das Dreimann-Cockpit mit Flugingenieur und war halt old-fashioned, muss man sagen. Ja. Da gab es keinen einzigen Bildschirm, das waren alles Uhreninstrumente und da lagen halt dann gewaltige Entwicklungsschritte dazwischen. Und die MD-11, das wisst ihr, vorne mit diesen großen Bildschirmen, ein sehr modernes Flugzeug, das
damals, als es designt wurde, Ende der 80er Jahre und 1990 kam es auf den Markt, da war das schon mal State of the Art und konnte sich durchaus auch messen mit den Airbus-Flugzeugen, die zu der Zeit auf sie kamen, was die Technik angeht. Also ein völlig anderes Konzept. Also das Konzept in einem 50, Dreimann-Cockpit, das war eben 20, ein ganz anderes. Ich höre gerade, Retard ist schon einer gelandet. Nee, das also pass auf, bei so verschiedenen Aktionen kann man dann in den Stream immer so Einblendungen machen. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt spendet, dann siehst du oben in der Mitte, geht dann so ein Bild auf und dann steht da, wer wie viel gespendet hat und so weiter. Und wir haben natürlich dann irgendwelche Flugzeugsounds als Alerts dann genommen und dann jetzt, wenn jemand folgt oder sowas, dann kommt dann auch mal ein Retard oder sowas. Also da nicht verwirren lassen, wenn zwischendrin mal Musik kommt oder irgendwas anderes kommt. Ja, was sind die großen Unterschiede? Eben da Zweimann-Cockpit, eben Glas-Cockpit, MD-11 und Old-Fashioned, die 727. Vom Fliegerischen her, halt Großraumflieger, schweres Flugzeug, die MD-11 ist halt doch anders zu fliegen. Man fliegt in der 727 bei der Landung sehr viel näher an den Boden heran. Die Landetechnik war eine ganz andere, völlig anders als auf der MD-11. Mhm. Man fliegt an den Boden heran und macht einen Break und halbierte die Power auf der 727. Man ließ also immer noch Power stehen bei der Landung und hat erst, wenn man getouched ist, die Power rausgezogen. Bei der MD-11 ist es einfach so, wie bei allen großen Flugzeugen, dass man in 50 Fuß ungefähr den Break macht, die Nase 2 Grad hochnimmt und die Power auf Idle nimmt. Also eine völlig andere Landetechnik. Die 727 war auch echt wunderbar zu fliegen. Ja, eine ganz andere Fliegerei, muss ich schon sagen. Was noch so ganz sehr auffällig war in der 727, weil die Triebwerke alle eben hinten saßen, das Cockpit war extrem leise. Man hat vom Sound der Engines halt gar nichts gehört im Cockpit, überhaupt nichts. Und das ist an der MD-11. Das Cockpit war durch die Fahrtgeräusche, wir sind ja auch 8384 geflogen, Mach 8384 meistens, auch schon sehr laut. Aber der Jumbo war natürlich noch erheblich lauter. Okay. Und, alle, die Jumbo geflogen sind, da flogen wir meistens auch mit Mach 8,4, Mach 8,5 manchmal, die 747-400 fliegt sogar 8,6. Und diese Fahrtgeräusche durch den Buckel im Jumbo, die sind eben doch extrem hoch. Und das ist schon, das merkt man, Leute, die lange auf dem Jumbo geflogen sind, die haben alle sauschlechtes Gehör. Ich bin ungefähr 5 Jahre da geflogen und ich merke das auch. Also die Kurve beim Medical, die hat schon gewisse Zacken gehabt. Und mein Fliegerarzt, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, als er dann das Ergebnis von diesem vom Augen- und Ohrentest gesehen hat, sagt er, also Ihre Augen und Ohren, die sind auch nur noch als Zierrad am Kopf. Das stimmt in gewisser Weise. Das Gehör wird schon arg geschädigt, weil der Lärm im Jumbo-Cockpit war gewaltig. Ja. Ach, Wahnsinn. So, dann hat die A-Chef gefragt noch, inwiefern ist bzw. also war das Fliegen in Afrika eine Herausforderung aufgrund fehlender Infrastruktur? Haben wir vorhin nämlich so ein bisschen was schon mal gehört, dass man dann da 2 Meilen Offset geflogen ist und sowas? Ja, also das mit 2 Meilen Offset fliegen, das hat sich bewährt. Immer 2 Meilen rechts, nicht 2 Meilen links, weil dann würde man sich ja unter Umständen wieder begegnen, wenn die einen rechts und die anderen links fliegen. Also wir sind in der Regel 2 Meilen rechts geflogen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es hat sich gebessert in den letzten Jahren. Die ETC hat sehr viel bessere Ausrüstung bekommen, als es noch so, sagen wir mal, vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal nach Afrika flog. Da war die Ausrüstung von ETC sehr schlecht. Da mussten wir zum Beispiel über den Sudan noch mit HF funken. Das ist jetzt längst Vergangenheit. Man hat überall VHF-Verbindung.
Und die ganze Ausrüstung von ETC ist eben doch erheblich besser geworden. Mhm. Aber also für mich war es immer sehr beruhigend, dass über Afrika deutlich, deutlich weniger Verkehr ist als über Europa oder USA. Und vielleicht nur ein Zehntel des Verkehrs oder noch weniger. Mhm. Und das ist sicherlich ein Faktor gewesen, dass doch wenig passiert ist, obwohl die Ausrüstung von ETC sehr schlecht war. Und obwohl man sich dieser und aufgrund dessen haben wir ja diese Sachen eingeführt, wie eben zweimal rechts fliegen. Und dann gab es eben lange Zeit über ganz Afrika diese Frequenz, auf der wir uns dann untereinander verständigt haben, sodass man auch immer wusste, wo sind die anderen Flieger. Mhm. Das ist auch mittlerweile sehr eingeschränkt. Das ist nur noch über wenigen Ländern Pflicht. Aber es sind schon sehr große Unterschiede. Aber wie gesagt, es ist deutlich, deutlich besser geworden. Mhm. Trotzdem waren wir froh, dass da eben so wenig Verkehr ist und dass eben die Zusammenstoßgefahr nicht ganz so schlimm war. Und es sind natürlich, zumindest war das viele Jahre der Fall, es sind auch viele Flieger unterwegs, die sich in keinster Weise an die Procedures halten, die auch zum Teil so Waffenschmuggler oder so, die dann überhaupt keine Funksprüche absetzen und einfach wild durch die Gegend fliegen. Also mir ist Gott sei Dank, muss ich sagen, nie was passiert. Ich habe nie einen Tickers Alert gehabt oder irgendwas, aber aufpassen musste man schon. Also wir waren da schon immer highly alert. Das kannst du verstehen. Das hat man mal so, natürlich, wenn man am Anfang auf über in Afrika fliegen so nachdenkt, hat man das halt gar nicht auf dem Schirm. Klar, vielleicht ist die Abdeckung da irgendwie schlechter und die Ausstattung und so weiter. Aber ja, stimmt, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Dass dir dann auch da mal einer entgegenkommt, der da eigentlich gar nicht sein soll. Ja, also was lange Zeit über, zum Beispiel über dem Sudan der Fall war, dass wir nicht unseren gewünschten Flight Level bekommen haben. Ja? Mhm. Und man hat natürlich den Flugplan gefeilt oder der ist geplant mit bestimmten Step Climbs, einfach, dass man möglichst immer nah am Optimum fliegt und ungefähr alle 2 bis 3 Stunden dann auch ein Level hochgeht. Und das war über dem Sudan sehr oft nicht möglich, weil die haben einfach eine Staffelung gehabt, die haben zwischen 2 Fliegern im gleichen Level 20 Minuten Abstand vorgeschrieben. Das bedeutete halt, dass man lange in einem tieferen Level weiterfliegen musste, dadurch auch viel, viel mehr Sprit verbraucht hat. Und das war eben auch der Grund, dass meistens die Leute ein bisschen mehr extra Sprit mitgenommen haben. Aber auch das hat sich gebessert. Also ich habe in aller Regel auf den Flügen nach Nairobi und auch nach Johannesburg kein extra Fuel mitgenommen, einfach weil weil wir die Levels gekriegt haben und weil auch aufgrund des doch dünnen Verkehrs auch im Anflug eigentlich wenig an Holding zu erwarten war. Und, so gesehen konnte man eigentlich sich relativ darauf verlassen, dass man das so abflog, wie es geplant war. Spannend. Es kam gerade noch die Frage, hat der Flugingenieur eine andere Ausbildung oder auch die klassische Pilotenausbildung? Wenn du ja beide schon durchlebt hast. Nee, der Flugingenieur hat grundsätzlich keine Pilotenausbildung gehabt. Voraussetzung war ein Ingenieurstudium. Also ich habe bin eigentlich über das Ingenieurstudium, was ich gemacht habe. Ich habe Feinwerktechnik studiert. Das ist sowas ähnliches wie Maschinenbau oder Maschinenbauer sagen immer, das ist degenerierter Maschinenbau. Und ich bin nach dem Ingenieurstudium noch kurz bei der Bundeswehr gewesen, vielleicht 15 Monate. Und in der Zeit hat Lufthansa Flugingenieure gesucht. Ich habe mich dann beworben und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, aber eben als Flugingenieur und wurde dann in Hamburg an der Technischen Schule von Lufthansa ausgebildet, ein Jahr lang, auf den Job des Flugingenieurs. Und der FI-Flugingenieur hat eigentlich keine fliegerische Ausbildung. Es zeichnete sich dann in meiner Flugingenieurszeit ab, dass es diesen Beruf nicht unendlich lange geben wird, weil die Flieger eben so nach und nach auf Zweimann-Cockpits umgerüstet wurden,
beziehungsweise neue Flieger hatten eben den Zweimal-Cockpit. Und deswegen habe ich dann schon privat angefangen, meine Flugscheine zu machen und war da auch relativ weit. Und dann hat eben Lufthansa das Angebot gemacht zur Umschulung und dann habe ich die ganze Schulung eben nochmal gemacht in Bremen und Phoenix und kam dann eben dazu, als Co-Pilot und später als Kapitän zu fliegen. Mhm. Aber der Flugingenieur, das ist eine völlig andere Geschichte. Man ist auf die technischen Systeme vorbereitet. Man ist natürlich auch sehr stark eingebunden in fliegerische Abläufe im Dreimann-Cockpit. Aber man hat eigentlich keine fliegerische Ausbildung. Okay. Hat sich das Gewicht bei der MD-11 wirklich so sehr auf die Landung ausgewirkt, wie man das immer hört, fragt Lars gerade. Ich glaube, ja, es zielt darauf ab, dass die Geschwindigkeit, wenn sie gering ist, den Flieger bockig macht oder so, ne? Ja, genau. Es ist ein ganz interessanter Aspekt. Die MD-11, ich hatte vorhin schon mal das Wort zickig, das wird ja gerne in den Mund genommen. Also sie ist, ich würde es nicht als zickig, sondern als anspruchsvoll bezeichnen. Die MD-11 war ja aufgrund der hohen Flächenbelastung einfach ja ein bisschen schwieriger zu fliegen. Als Douglas diesen Flieger designt hat, da wollten sie eigentlich größere Tragflächen an den Flieger bauen und hatten mit Airbus interessanterweise schon vorgehabt, von Airbus quasi eine Tragfläche zu übernehmen, um die an die MD-11 zu bauen. Die MD-11 ist ja eine Weiterentwicklung der DC-10, aber sehr viel schwerer, gute 6 Meter länger geworden, sehr viel schwerer geworden. Und letztendlich war es aber so, dass man diese größeren Tragflächen nicht von Airbus gekauft hat und dran gebaut. Und zwar aus dem simplen Grund, weil die Halle der MDL, der Douglas-Firma, weil die nicht groß genug war. Und deswegen hat man quasi die Tragflächen der DC-10 fast 1:1 übernommen. Da sind Winglets dran gebaut worden, um die etwas zu verbessern. Aber eigentlich konnte man die Tragfläche nicht sehr viel vergrößern, so wie es sinnvoll gewesen wäre. Deswegen ist durch dieses hohe Gewicht die Flächenbelastung sehr hoch. Ja, wie gleicht man das aus? Durch eine höhere Speed. Also wir waren im Anflug eigentlich immer mit der MD-11 immer die schnellsten. Darauf musste sich ETC auch erstmal einstellen, dass wir eigentlich immer mit 160 oder 165 Knoten angeflogen sind, während zum Beispiel der Jumbo in der Regel so mit 140 Knoten unterwegs war. Und wenn man dann zu eng gestaffelt war, dann holte man auf und dann musste man schon den einen oder anderen Go-Around fliegen, weil einfach die Staffelung nicht mehr gegeben war. Das hat sich dann irgendwann auch in Frankfurt eingebürgert, dass sie wussten, die MD-11 kommt, dann müssen wir einfach mehr Abstand halten. Also die Anfluggeschwindigkeit ist definitiv höher, deutlich höher als bei anderen vergleichbaren Fliegern. Mhm. Und man tut gut daran, auf die Minimum Speed zu fliegen und nicht runter zu gehen. Wenn man runter geht, dann wird sie tatsächlich, wie du sagst, bockig. Ja. Mhm. Ach, André lässt übrigens noch ausrichten. Sag mal bitte, Foko, er soll mal die Performance-Berechnung der MD-11 erwähnen, dass die MD-11, die wir jetzt hier fliegen, auf einem FedEx-Flieger beruht, wegen der Optimum 24 Flaps. Das interessiert bestimmt viele hier, schreibt er. Also, mit André hatte ich darüber gesprochen, über die, also du sprichst über die Takeoff-Performance. Genau, ne? Ich glaube, um die geht's. Ja. Genau, also die MD-11 hat ja, glaube ich, als einziges Flugzeug, oder die DC-10 hatte das auch, so ein variables Flap-Setting. Man konnte den Takeoff mit einem Flap-Setting zwischen 10 Grad und 25 Grad in ganz kleinen Schritten, konnte man die Flaps einstellen. Und man konnte auch Flaps 28 für den Takeoff nehmen. Und wir haben eigentlich immer eine Performance-Berechnung gemacht, und dann kam da meinetwegen Flap-Setting von 17,8 raus oder so. Und was FedEx anders gemacht hat, die sind immer mit einem sehr hohen Flap-Setting gestartet,
also mit, ich weiß jetzt nicht mehr, mit 25 oder 28, aber jedenfalls ein sehr hohes Flat-Setting. Und zwar für den Fall, dass man aus irgendeinem Grunde Flap-Failure hat, dass die Flaps hängen bleiben oder so und man muss dann wieder landen, dann hat man schon mal ein relativ hohes Flap-Setting. Während wenn man mit Flaps 10 gestartet ist und dann wieder landen muss, dann hat man eine noch höhere Speed. Und das hat FedEx eben gemacht, aber das konnten wir nicht machen, weil unsere Gewichte bei der MD-11, bei der Cargo, sehr viel höher waren. Wir haben ja im Gegensatz zu FedEx einfach Stück und Fracht geflogen. FedEx hat Pakete geflogen und die hatten ihre Flieger auch mit niedrigeren Gewichten zugelassen als wir. Mhm. Hat den Vorteil, dass die Landegebühren dann niedriger sind. Ja, und okay. Ja, die haben einfach nie so hohe Takeoff-Weights gehabt oder nie so hohe Landing-Weights gehabt wie wir. Mhm. Und bei uns bot sich das einfach gar nicht an. Wir hätten viele Starts mit Flaps 25 gar nicht machen können, weil die Performance nicht gereicht hat. Ah, okay. Ja gut, und natürlich FedEx fliegt ja natürlich auch viel inneramerikanisch natürlich. Und wenn ihr jetzt dann nach Quito geflogen seid, dann war die Strecke natürlich auch eine andere. Ja, die sind aber mit der MD-11 auch Langstrecke geflogen, so ist ja nicht. Aber du hast recht, die sind auch sehr viel inneramerikanisch geflogen. Und ja, eben inneramerikanisch, Paketdienst, meistens nur nachts unterwegs gewesen. Ja. Und ja, die Flieger standen auch viel mehr am Boden. Wir hatten unsere Flieger im Schnitt zwischen 12,5 und 14 Stunden am Tag im Schnitt in der Luft. Und FedEx, die lagen so zwischen 6 und 8 Stunden. Und die hatten natürlich auch viel mehr Zeit, die Flieger zu warten. Das kam bei der hohen Auslastung, die wir hatten bei Lufthansa Cargo, natürlich ein bisschen kurz. Ja. Quito hast du erwähnt. Quito ist in gewisser Weise natürlich auch ein ganz besonderer Flugplatz, weil er eben sehr hoch liegt, umgeben von Bergen. Und da musste man auch eine Sondereinweisung machen, und zwar nicht nur im Simulator, sondern auch als Kapitän, auch eine Linieneinweisung, weil der Airport wirklich, wirklich anspruchsvoll war. Anspruchsvoller noch als Mexiko. Mexiko ist auch sehr anspruchsvoll, liegt eben auch sehr hoch, umgeben von Bergen. Zusätzlich noch oft sehr heftiges Wetter in Mexiko. Mhm. Und im Gegensatz zu Quito ist Mexiko ATC-mäßig extrem schlecht. Okay. Also die Controller haben es, muss man leider sagen, überhaupt nicht drauf. In Südamerika ist überhaupt ATC eigentlich sehr oft schlecht ausgebildet. Ausnahme ist Quito. Quito hatte extrem gute Lotsen und das war für uns auch sehr beruhigend, eben weil man dort wirklich mit der Höhe sehr aufpassen musste, dass man also... wenn man einen Vektor oder eine Höhe akzeptierte, dass man also wirklich, man konnte sich darauf verlassen, dass die Controller das in Quito im Griff hatten. In Mexiko konnte man sich nicht darauf verlassen. Ja, Quito war sicher spannend, glaube ich, ja. Ja, jetzt. Vor allen Dingen, Quito hat ja irgendwann vor 8 oder 10 Jahren einen neuen Airport gebaut, ja. Relativ weit außerhalb von der Stadt. Auch der war nicht ohne, aber der alte Airport, der lag ja quasi mitten in der Stadt und der war schon sehr heftig anzufliegen. Besonders bei Südwind, da musste man so ein Circling fliegen und flog da also in wirklich niedriger Höhe. Und wenn man so auf Base eingeturnt ist, dann hat man den Airport gar nicht mehr gesehen, weil zwischen der Position, die man hatte, und dem Airport noch ein Hügel lag. Und das war schon sehr anspruchsvoll. Also da hat man gut daran getan, wenn man das im Simulator vorher ein paar Mal gemacht hat. Und der neue Airport ist insofern auch recht kritisch, weil auch egal von welcher Seite man, ob man von Süden oder von Norden anfliegt, ist jeweils ein tiefes Tal vor der Runway. Mhm. Und da gibt es zum Teil extreme Turbulenzen, die also dann auch bei uns oft dazu geführt haben, dass ein Go-Out geflogen wurde. Ich kann mich an einen Fall erinnern, das war zu meiner Zeit als Flottenchef. Da rief ich einen Kapitän an, der war dann letztendlich
nach Guayaquil diverted. Die hatten zwei Anflüge gemacht und sind, und zwar mit relativ niedrigem Gewicht. Die sind also zweimal durchgestartet, einmal von Süden angeflogen, einmal von Norden, und hatten extreme Turbulenz im Final und hatten dann beim Reinschieben der Power zunächst überhaupt keine Steigrate, obwohl das Flugzeug so leicht war, einfach weil da unglaubliche Fallwinde waren. Und die sind dann nach dem zweiten Go-Around nach Guayaquil diverted. Und dann rief er mich an und sagte, ich glaube nicht, dass meine Co-Pilotin überhaupt noch jemals wieder ein Flugzeug besteigt, weil die hatte richtig die Hosen voll. Und boah. Das konnte man auch verstehen. Ja. Mhm. Er hat dann sehr gute Gespräche mit ihr geführt und wir haben dann wieder telefoniert und sie ist dann weitergeflogen. Na, ein Glück. Ja. Aber würdest du sagen, so Quito war der spannendste Flughafen von allen, die du jemals anfliegen durftest? Ja. Es gibt etliche spannende Flughäfen. Der alte Hongkong Airport war spannend. Oh ja. Und Mexiko eben schon erwähnt, auch Mexiko war spannend. Hm. Aber Quito, ja, ist einfach aufgrund der Wetterphänomene, aufgrund der sehr hohen Berge rundum, ja, wirklich, wirklich herausfordernd. Und aufgrund der Höhe, ja. Also die Performance des Fliegers ist da doch sehr, sehr eingeschränkt. Und wir sind dann von Quito, also wir haben Quito quasi eigentlich nur im Streckennetz gehabt, weil wir Blumen von da nach Europa flogen. Und von Quito aus sind wir nach Bogota. Auch da wurden Blumen eingeladen. Auch Bogota liegt sehr hoch, nicht ganz so hoch wie Quito, aber eben auch sehr hoch. Und aufgrund der Höhe konnten wir dann also nicht von Bogota nonstop nach Frankfurt fliegen, sondern sind dann nochmal zwischengelandet in Curaçao zum Beispiel. Mhm. Und es war ein reiner Tankstopp, um dann eben dort in Meereshöhe den Flieger entsprechend voll zu tanken und dann nach Europa zu fliegen. Also die Quito war spannend und auch was den Umlauf anging, toller Umlauf. Wir flogen Frankfurt, Dakar, stiegen aus, dann Dakar nach Viracopos bei Sao Paulo, dann von Sao Paulo aus nach Quito eben und dann über Bogota und Curaçao wieder zurück. Also sehr interessante Stops auf dem Weg. Glaube ich, und, ja, das war schon der Hammer, muss ich sagen. Und diese Welttour, die ihr damals da geflogen seid, über Chicago, über Hawaii, Auckland und sowas, das war bestimmt auch cool, oder? Außer, abgesehen davon, dass man lange von zu Hause weg war, aber ich glaube, das war bestimmt auch ein mega Erlebnis, oder? Ja, ich habe das viermal gemacht und am Anfang sogar über Tahiti, da sind wir von Frankfurt Los Angeles geflogen, dann Los Angeles nach Tahiti. Und von da nach Auckland in Neuseeland und nach Melbourne in Australien und dann über Fernost, entweder über Kuala Lumpur oder Penang oder Bangkok zurück, dann manchmal noch über Indien. Also man war 18 Tage plus minus unterwegs, manchmal auch 21 Tage. Und das war schon verdammt lang, aber die Tour hatte was. Und die Tour gab es dreimal in der Woche in Kooperation mit Air New Zealand. Und es gab dann einfach dadurch, dass sie an so wie die Wochentage lagen des Abflugs, hatte man an irgendeiner Stelle 4 Tage frei. Entweder in Tahiti am Anfang, später in Honolulu oder dann eben in Auckland, Neuseeland oder in Melbourne 4 Tage frei. Und ja, brauche ich nichts zu sagen, oder? Da hält sich's aus. Das ist schon geil, oder? Auf jeden Fall, ja, voll. Ja, und weil aber du halt auch nicht immer du fliegst irgendwo hin, dann wieder nach Frankfurt, dann wieder irgendwo hin, dann wieder nach Frankfurt, sondern du hast halt dann wirklich ganz viele Flughäfen, wo du startest und landest, wo du halt sonst nie hinkommst. Ja, das ist der Unterschied einfach zwischen Cargo-Fliegerei und Passagierfliegerei. Logischerweise wollen Passagiere möglichst immer nonstop an ihr Ziel kommen und deswegen wird eben auch bei der Lufthansa und auch bei allen großen Airlines wird fast alles nonstop geflogen. Und das ist bei der Fracht ist zwar auch der Schedule wichtig und es ist wichtig, pünktlich anzukommen, aber es
macht jetzt nichts aus, wenn man irgendwo zwischenlandet, entweder nur zum Tanken oder um Fracht ein- und auszuladen. Ja. Und das war bei der MD-11 jetzt im Gegensatz zur 777, die ja jetzt bei Cargo das Flugzeug ist, mit dem geflogen wird, die Langstrecke. Ja. Die 777 fliegt ja auch sehr lange Strecken nonstop. Und jetzt durch verschiedene Umstände, durch die Kriege in Russland und im Nahost, wird eben auch praktisch alles, was in Fernost liegt, nonstop geflogen. Mhm. Die Rückflüge sind zum Teil 14 Stunden lang. Das hatten wir auf der MD-11 äußerst selten, dass wir mal so einen 12-Stunden- oder 14-Stunden-Flug hatten. Der längste Flug im Streckennetz nonstop, der war mal Frankfurt-Manila. Mhm. Ging ungefähr 14 Stunden. Da ist man dann auch nutzlastmäßig schon ziemlich eingeschränkt. Ich habe mal einen Flug gemacht, allerdings mit einem leeren Flugzeug, von diesem besagten Airport Victorville, wo wir Flieger abgestellt hatten, aber in der Krise. Und da sind wir von dort nonstop nach Xiamen in China geflogen, weil der Flieger dann in die Werft musste zum Überholen. Das war 16 Stunden. Das war schon ein langer Schlauch. Das haben wir zu dritt gemacht. Aber wenn man das immer macht, und da läuft es jetzt bei der 777-Operation, darauf läuft es hinaus, dass eigentlich alle Flüge nonstop stattfinden und die Rückflüge aus Fernost wegen des starken Gegenwindes, die sind dann eben immer 13 oder 14 Stunden lang. Ja, so richtig Spaß machen tut das nicht unbedingt. Mhm. Also da war es mit der MD-11 einfach aufgrund der Nutzlast, die wir mitnehmen wollten, dann war es einfach erforderlich, alle 6 Stunden oder 7 Stunden zu landen. Ja. Ja, dadurch ergaben sich unglaublich tolle Stops. Ja. Ja, glaube ich auch, dass es so ein großer Vorteil ist. Ich glaube, so eine Südamerika-Tour gab es ja auch mal, ne, wo man dann so ein bisschen durch Südamerika verschiedene Dinge abgeflogen ist, verschiedene Flughäfen. Ja. Das ist natürlich schon was Besonderes dann. Ja, der erste Punkt war eigentlich in der Regel immer Vera Copos bei Sao Paulo. Dann sind wir dort ausgestiegen und dann gab es von dort Shuttleflüge nach Curitiba, genau. Mhm. Oder Santiago de Chile. Auch dorthin sind wir geflogen, aber eigentlich immer nur zur Zeit der Kirschernte. Dann wurden da einfach 80 Tonnen Kirschen eingeladen, die dann wieder über Sao Paulo und Dakar zurück nach Deutschland gebracht wurden, um Mancherie zu bedienen. Und ja, es gab schon noch auch ein paar andere interessante Stops in Südamerika, das stimmt. Ja. Quito, wie gesagt, der interessante. Sehr gut, ja, und Nairobi ist ja auch ein bisschen ein besonderer Flughafen, ist ja dein Heimatflughafen, so oft wie du schon da warst. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was den Flughafen jetzt so besonders im Speziellen nochmal macht? Ja, wir hatten ja eben schon über High Elevation Airports gesprochen, also Quito und Mexiko mit 8000 Fuß und auch Nairobi und Johannesburg liegen ziemlich hoch, 5500 Fuß, allerdings eben nicht umgeben von Bergen, sondern eher eine flache Hochebene in beiden Fällen. Aber die Höhe des Platzes macht dann eben doch den Anflug spannend. Denn auch in der Höhe ist es einfach so, dass die True Airspeed ungefähr 20 Knoten höher ist als die Indicated Airspeed im Anflug. Ja. Also wenn man damit mit dem Max Landing Weight gelandet ist mit guten 160 Knoten Indicated Airspeed gelandet, dann muss man da eben noch bei der True Airspeed nochmal ungefähr 20 Knoten dazu rechnen. Das heißt, man hat gute 180 Knoten, die letztendlich ausschlaggebend sind, auch für die Landing Distance und so weiter. Also man tut gut daran, an den Plätzen dann auch wirklich nicht lange flären und möglichst sich am 1000-Fußpunkt hinzusetzen, um mit der zur Verfügung stehenden Runway eben noch klarzukommen. Und ja, die Landung auf hohen Airports, die ist auch, ja, ich will nicht sagen kritisch, aber anspruchsvoll. Mhm. Also da muss man grundsätzlich noch mehr darauf achten, dass die Speed nicht zu niedrig ist, sondern dass man wirklich
am Bug oder mit vielleicht ein paar Knoten über dem Bug fließt. Und dann funktioniert es auch gut. Vorhin haben wir auch noch in dem Video von mittendrin gesehen, dass sie da irgendwie so Pflastersteine auf dem Vorfeld haben. Ist das immer noch so? Oder wer kam denn auf die grandiose Idee, da Pflastersteine hinzusetzen? Ja, das ist, glaube ich, weltweit einmalig. Ja. Also also es ist nicht das ganze Vorfeld, was gepflastert ist, aber der Cargo Apron, also der praktisch nur vor den Frachthallen in dieser Gegend. Und ich habe es eigentlich immer wieder erlebt, dass dann bestimmt an bestimmten Stellen diese Pflastersteine dann irgendwie rausgebrochen waren, dass dann irgendwas gesperrt war, dass wir da nicht hin taxiieren durften, weil die Engines natürlich auch so einen Pflasterstein, wenn er in der Gegend rumliegt, gerne mal ansaugen und Na das kann klar. dir den ganzen Tag versauen, muss ich sagen. Und deswegen mussten wir sehr oft vorher die Engines abstellen und wurden dann reingeschleppt in die Parkposition. Das habe ich auf der ganzen Welt ansonsten nirgends gesehen. Das gibt es tatsächlich nur da in Nairobi. Wer diesen Quatsch sich ausgedacht hat, weiß ich nicht. Aber so richtig Sinn machen tut es nicht. Das war nämlich auch mein Gedankengang, ja. So, dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit. Danke noch einmal Björn für 50 Euro, Kerstin für 10 Euro, Levi für 50 Euro, Anonym auch nochmal mit 50 Euro dabei, Frank mit 10 Euro, Max mit 60 Euro und Christoph noch mit 200 Euro dabei. Fogo, was Wahnsinn. sagst du? 5.575 haben wir. Ja, also ich bin hin und weg. Also ganz ehrlich, du hast nicht damit gerechnet, Tim, ich Ja. auch nicht. Und ich kann euch allen nur sehr, sehr herzlich danken. Ich habe eben was von dieser 2.000-Euro-Spende gehört. Ja, nochmal, vielleicht waren vorhin noch nicht alle dabei. Also 5.500 Euro, wir können damit richtig, richtig viel bewegen. Und ich hatte schon gesagt, wir wollen das Geld auch für die Kinder im Mother's Mercy Home verwenden. Dort ist immer wieder Bedarf. Jetzt im speziellen Fall, jetzt im August, für das Essen, was zusätzlich erforderlich ist, aber eben auch für die Workshops, die unsere ja, ehrenamtlichen Mitarbeiter machen mit den Kindern. Und damit werden wirklich sehr, sehr sinnvolle Sachen unterstützt. Also die Kinder gehen alle auf gute private Schulen, 8 Jahre zur Primary School und dann 4 Jahre zur Secondary School. Und das haben wir so einfach so gemacht. Die Schulen müssen bezahlt werden, aber die Qualität dieser Schulen ist sehr viel besser als die öffentlichen Schulen. Und sie sollen alle eine gute Schulbildung bekommen und anschließend eben auch eine gute Berufsausbildung. Und wir machen das über Patenschaften. Also wenn jemand von euch vielleicht Lust hat, mal ein bestimmtes Kind oder einen bestimmten Jugendlichen später in der Berufsausbildung zu unterstützen, würde ich mich total freuen. So eine Patenschaft beginnt mit 40 Euro für eine Schulpatenschaft und später für die Berufsausbildung sind die Kosten sehr viel höher. Wir haben da ungefähr 280 Euro pro Monat mit denen praktisch die Kosten für das Heim, für Security, für die Sozialarbeiter und für die Schulgebühren oder Studiengebühren bezahlt werden. Und damit geben wir eben diesen jungen Leuten die Möglichkeit, eine sehr solide Berufsausbildung oder ein sehr solides Studium zu machen und dann hinterher am Arbeitsmarkt auch gut unterzukommen. In Kenia ist der Arbeitsmarkt hart umkämpft, muss man sagen. Es gibt eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. Viele, viele Menschen arbeiten so in so einem sogenannten informellen Sektor. Das heißt, sie arbeiten einfach so als Tagelöhner auf irgendeiner Blumenfarm oder der Gemüsefarm oder auf der Teeplantage und werden sehr, sehr schlecht entlohnt. Und insofern ist eine solide Berufsausbildung einfach wahnsinnig wichtig. Und wir haben eine große Erfolgsquote. Man kann sagen, dass ungefähr 70, 75% aller jungen Leute, die bei uns durch die Ausbildung gegangen sind, später auch auf eigenen Füßen stehen und gutes Geld verdienen, sich dann auch das Leben und eine Familie leisten können. Und das ist deutlich, deutlich mehr als der kenianische Durchschnitt. Und ich glaube, wenn jemand jetzt Interesse hat,
so eine Patenschaft zu übernehmen. Tim, ich kann dir dazu vielleicht nochmal ein paar Infos schicken, auch vielleicht unseren Flyer, den du dann in der Community verteilst. Wir haben einen Flyer, in dem alle Projekte von CHC kurz beschrieben sind, und ich kann dir auch zu den Patenschaften ein bisschen was schicken. Gerne. Vielleicht nochmal so eine Idee, um das weiterzuleiten. Ich will jetzt nicht hier diese tollen Spenden, die jetzt schon aufgelaufen sind, über 5.500 Euro, der helle Wahnsinn, das will ich überhaupt nicht schlecht reden, aber vielleicht hat jemand Lust, uns auch langfristig zu unterstützen, und eine Partnerschaft wäre da eine Möglichkeit. Genau, nee, also wenn du mir da was schickst, das leite ich gerne an die anderen Leute noch weiter. Wer da konkrete Fragen hat, darf sich bestimmt auch gerne persönlich an dich wenden. Auch das ist bestimmt kein Problem. So, jetzt gucke ich mal, was wir noch hier an Fragen gesammelt haben. Was denn so in der Regel nach Nairobi geflogen wurde, wurde noch gefragt. Also was ihr so an Cargo da mitgenommen habt. Weil zurück hieß es immer, ihr fliegt Rosen zurück und so. Und haben wir uns gefragt, was nehmt ihr denn eigentlich überhaupt mit hin? Gute Frage. Der Frachter ging ja immer weiter nach Johannesburg. Und ich würde sagen, mindestens 95%, eher 98% der Fracht, die da an Bord war, die ging nach Johannesburg weiter. Weil für Nairobi, da hatten wir vielleicht mal 300 Kilo Post dabei, aber eigentlich sonst so gut wie nichts. Sondern die Fracht ging nach Johannesburg weiter, weil in Südafrika sehr viele deutsche Autofirmen so eine Dependance haben oder ein Werk haben und dann eben dort Teile hingeliefert haben, die dann dort weiterverarbeitet wurden. Und das war auf dem Rückweg eben auch so das Hauptgeschäft. Ex-Johannesburg haben wir auch sehr viel wie die deutsche Autoindustrie nach Deutschland gebracht. Also zum Beispiel Leder für die Sitze von teuren Autos, von BMW oder von Mercedes-Autos. Oder auch eben Teile, die in den Werken dort zusammengeschraubt worden sind. Und wir sind dann in Nairobi gelandet und haben dort eigentlich den Flieger dann mit Blumen voll gemacht. Mit Blumen kann man als Frachtairline kein Geld verdienen. Aber es ist Mittel zum Zweck. Das ist mit Quito und Bogota eigentlich genau das Gleiche gewesen. Wir haben nach Südamerika relativ viel Fracht gehabt, zurück eigentlich immer wenig. Und deswegen wurde diese Strecke über Quito und Bogota teilweise oder zeitweise geleitet, um dort Blumen einzuladen. Aber richtig viel Geld kann man mit Blumen nicht verdienen, weil sie auch, Blumen sind nicht so schwer wie zum Beispiel Maschinenteile. Also das heißt, wenn der Flieger voll ist, dann hat man längst nicht das Frachtvolumen oder die Kapazität des Fliegers ausgelastet, aber man verdient eben ein bisschen Geld damit. Und ex-Nairobi wurden Blumen eingeladen, hauptsächlich, aber zum Beispiel auch Gemüse und Victoria-Barsch, also Fische vom Victoriasee. Und damit wurde der Flieger in der Regel wirklich knallvoll gemacht, um einigermaßen kostendeckend nach Deutschland zu fliegen. Die Strecke wurde am Anfang ging es immer über Nairobi nach Johannesburg, und die letzten, glaube ich, 2 oder 3 Jahre sind wir nonstop nach Johannesburg geflogen. Das war dann so ein 11-Stunden-Flug, einfach weil es Sinn machte, die Landung in Nairobi auszulassen. Da konnte man sich dann halt relativ viel Zeit sparen, die Bodenzeit in Nairobi und der kürzere Flugweg bei einem Direktflug, das hat ungefähr 2 Stunden gespart. Dadurch war der Flieger dann eben auch 2 Stunden früher wieder in Frankfurt, konnte auf anderen Strecken effektiver eingesetzt werden. Ja. Und das hat sich gelohnt. Obwohl der Spritverbrauch natürlich bei so einem längeren Flug, weil man von Anfang an den Sprit dabei hat, der Spritverbrauch ist dann etwas höher, aber die Zeit hat das wieder wettgemacht. Ja. So, wen haben wir? Da gibt es noch Fragen. Ansonsten, ich habe auch noch was vor heute. Aber ja, um Gottes Willen, wir wollen nicht gar nicht aufhalten. Wir sind dankbar nur über jede Minute, die du da bist. Also falls ihr noch eine Frage habt, dann gerne noch her damit. Ansonsten würden wir Foko in sein freies Wochenende hoffentlich dann entlassen. Ja, ich muss noch zum Babysitting. Oh, okay. Ja, ich bin ja jetzt Großvater und
Glückwunsch. Ja, schon fast 2 Jahre. Ach so, Aber aber eben, ich trotzdem. hatte vorhin schon meinen Sohn und meine Schwiegertochter erwähnt, die fliegen beide und sind jetzt eben ab morgen früh beide unterwegs. Und da werden dann die Großeltern gebraucht und da fahren wir jetzt gleich hin, um dann das zu übernehmen. Machen wir auch sehr gerne. Das ist eine schöne Aufgabe. Wusstest du als Pilot schon mal was, B- oder Entladen? Kannst du ganz knackig auch beantworten. Also selber als Cargo-Pilot mal was von der Fracht B- oder Entladen. Ah, so ist es gemeint. Ja. Ja, wusste ich. Es gab also verschiedene Hilfsflüge, die wir gemacht haben. Zum Beispiel sind wir nach Freetown geflogen. In dieser, ich musste jetzt gerade mal überlegen, wie diese Krankheit noch hieß. Wie hieß denn dieser Virus, der in Afrika? Ebola. Ebola, Das ja. ist Okay, ja. Ebola. Und zu der Zeit haben wir mehrere Hilfsflüge nach Freetown gemacht. Der Flug ging Frankfurt-Dakar, dort wurde die Crew gewechselt. Und dann sind wir, und ich habe, es waren 3 Flüge, die wir dahin gemacht haben, die habe ich alle selber gemacht als Flottenchef, weil eigentlich keiner so gerne dahin fliegen wollte. Also wir Ja. haben dann meistens mit 2 Kapitänen aus der Flottenführung haben wir diesen Flug gemacht. Und das war halt eine extrem ansteckende Krankheit, dieses Ebola. Und deswegen haben wir sowohl einen Techniker mitgenommen als auch einen Loadmaster. Und wir haben niemanden dort in Freetown ins Flugzeug gelassen oder an das Flugzeug gelassen, sondern unser Techniker hat die Betankung durchgeführt und hat den Tankschlauch selber angeschlossen. Es ist niemand ins Flugzeug gekommen. Es stand ein Heiloder natürlich vor der Klappe, aber es kam niemand an Bord, sondern wir haben dann als Crew zusammen mit dem Loadmaster und dem Techniker die Paletten wirklich dann geschoben und mussten dann die Entladung selber durchführen. Und ja, der Techniker hat die Betankung gemacht. Also da waren wir als Crew schon so sehr stark mit eingespannt. Und der Flug ging dann von Freetown nonstop leer zurück nach Ja. Frankfurt jeweils. 3 Mal habe ich das gemacht. Und es gab auch verschiedene andere Hilfsflüge, die wir gemacht haben, zum Beispiel in die Karibik bei irgendeinem Wirbelsturm, der dort gewesen war. Und da war man natürlich als Crew dann auch sehr stark eingespannt in die ganze Operation, weil das Airports waren, wo man nicht davon ausgehen konnte, dass alles vorhanden war, so wie an den normalen Destinations, die wir haben, sondern ja, da mussten wir schon selber Hand anlegen. Und es hat in gewisser Weise auch Spaß gemacht. Also man hat gesehen, schaffen wir auch so. Sehr schön. Dann möchte ich jetzt einfach als allerletztes noch was aus dem Chat aufgreifen. Paul schreibt, ich kann gar nicht oft genug Danke sagen, Foko und Tim, dass ihr hier diese Mega-Aktion auf die Beine gestellt habt. Ohne die Gesichter von den anderen zu sehen, hatte jeder absolut Spaß und fühlt sich absolut privilegiert, hier von Foko so viele neue Dinge zu lernen. Für mich ist es in den 2,5 Jahren, wo ich hier bin, das absolute Highlight und den werden wir noch lange in Erinnerung behalten. Diese Worte wollte ich dir nochmal mitgeben und ich glaube, du hast heute sehr, sehr vielen Leuten da draußen eine sehr, sehr große Freude bereitet. Ja, ich bedanke mich. Also ich habe das sehr gerne gemacht und ja, ich hoffe, ich konnte die Fragen zur Zufriedenheit beantworten und vielleicht habe ich auch ein bisschen was aus der Cargo Human Care Welt erzählt, was auch den einen oder anderen inspiriert, vielleicht mal selber aktiv zu werden irgendwo. Ich hatte damals vor 25 Jahren, als ich anfing mit dem Engagement, auch nicht gedacht, dass sich dieses Projekt so entwickeln würde. Und ich kann, und das möchte ich einfach so als Appell jedem von euch mit auf den Weg geben. Ich kann einfach jeden nur auffordern, wenn man mal eine Idee hat und man denkt sich, man könnte ja mal an dieser Stelle diesen Menschen helfen, dann macht es. Packt es an. Belasst es nicht bei einem, man könnte ja mal, sondern packt es an. So habe ich das auch gemacht. Nie im Leben, wie gesagt, hätte ich erwartet, dass sich so entwickeln würde. Aber man kann durch sein eigenes Engagement andere Menschen inspirieren, mitzumachen.
Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben jetzt ungefähr 750 Mitglieder, die Mitgliedsbeitrag bezahlen. Wir haben sehr viele Partnerschaften. Wir haben Menschen, die spenden und Menschen, die aktiv mitarbeiten bei uns. Und es ist für alle, die mitmachen, eine sehr befriedigende Sache. Macht total Spaß und man kann was bewegen in dieser Welt. Uns geht's, und den meisten von uns geht's gut. Und ja, vielleicht einfach ein bisschen davon weitergeben. Das macht total Spaß. Neben der Fliegerei. Das glaube ich danke ja. euch allen sehr für diese 5.600 Euro, die zusammenkamen. Und wir haben ja erst den halben Flug geschafft. Da kommt ja vielleicht noch was, ne? Wer weiß. Mal gucken, was da heute Abend steht. Würde mich total freuen. Also ich mache so, ich schicke dir, Tim, noch diesen Flyer elektronisch und gerne. Ein bisschen was zu Pateninfos. Wir haben auch ein Newsletter, den hänge ich da auch einfach mal dran. Und du kannst es ja dann irgendwo reinstellen und jeder, der Lust hat, darf sich sehr gerne bei, du kannst meine Kontaktadresse sehr gerne weitergeben. Mhm. Ich bin per E-Mail eigentlich immer sehr gut zu erreichen. Ich werde auf jeden Fall jede Frage beantworten. Ich freue mich über dieses super, super tolle Engagement. Danke euch allen und guten Flug weiter. Und danke dir auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute weiterhin und vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal, dass wir uns hier in ähnlichen Kreise dann wiedersehen. Prima. Happy Landing und Happy Fuso. Dankeschön. Viel Spaß beim Enkelsitten dir, Foko, gell? Ja, danke. Ciao. Mach's gut. Tschüss.